Hallöchen, meine Pandas. Herzlich willkommen zu deiner neuesten Folge von Stardew Valley. Ja, wir haben letztes Mal tatsächlich, ich sag doch, die zerbrochene Brille und die durchweichte Zeitung bringt gar nichts. Ach, die Herzmuschel hat 50 gebracht. Alles klar, okay. Dann können wir die zerbrochene Brille und durchweichte Zeitung einfach jedes Mal, wenn wir die angeln oder so, wegschmeißen. Ach so, ihr seht das gar nicht. Ja, gut, okay. Jetzt wisst ihr wenigstens, was ich meine, weil ich hab's ja wenigstens gesagt. Ich werde doch, glaube ich, nächstes Mal die Cam ein bisschen kleiner machen. Die ist echt groß, die Cam. Die nimmt so gefühlt ein Viertel von dem Spiel ein. Naja, auf jeden Fall, die Korallen mit dem silbernen Sternchen bringen 100 G, die normale Koralle 80 G und 5 Edelwicken bringen 250. Die Edelwicken bringen also insgesamt jedes Mal 50. Die können wir eigentlich auch mal richtig viel dann sammeln. Weil Kleinvieh macht auch Mist. Auf jeden Fall haben wir 480 G gemacht. Das freut mich. So, ich quasi mir hier ein zurecht und vergesse das Trinken. Wenn selbstgemachte Cola aus dem Soda-Stream über einen Tag alt ist, dann schmeckt die auch nicht mehr. Dann schmeckt die auch wie so ausgenudelte Cola. Richtig ekelhaft. So, übrigens möchte ich hier auch mal den Strom wegmachen. Ich werde auch mal gucken, dass ich vielleicht es irgendwie hinkriege, dass wir unseren Charakter nochmal neu gestalten können mit einem Mod oder so. Dass wir vielleicht den Kleiderschrank oder so haben und vielleicht die Haare ändern können, weil ich habe auch neue Haare reingemacht. Und die Haare, die ich reingemacht habe, die gehen bis zum Po. Die sind voll toll. Warte, ich kann die euch mal zeigen. Wartet, ich zeige die euch jetzt. Hier, ich gehe mal ganz kurz hier in meinen privaten Account rein, dann zeige ich euch mal ganz kurz die Haare. Nein. Da! Die gehen bis zum Po. Die sind einfach wunderschön, die Haare. Sind so wunderschön. Okay. Wieder raus hier. Zack. Ach ja. So. Asylum Hof. Warum habe ich den eigentlich Asylum Hof genannt, Alter? Nochmal hier weg damit. Wahrsager. Ah ja, ich kann die Geister flüstern hören. Die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Wie oft denn noch? Wie gemein ist das denn? Manno. Gut, dann werden wir heute tatsächlich nur Holz farmen. Und sonst nichts weiter machen. Wollte ich das nicht eigentlich jetzt jedes Mal mit Maus machen? Ja, okay, bei den nächsten Feldern mache ich das tatsächlich mal mit Maus. Mit der Maus. Herrgott. Deutsch ist heute nicht so meine Stärke. Ich habe in der letzten Folge so viel geredet, die habe ich ja eben gerade aufgenommen. Ich habe in der letzten Folge so viel geredet, dass mein Mund schon wehtut, ey. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wow. Ich sollte vielleicht häufiger mehr reden, damit ich mir das antrainieren kann. Aber ich glaube, dann hassen mich dezent viele Menschen, weil ich dann zu viel rede. Aber das. Ich werde einfach die Ausrede benutzen, dass das eine Let's Player-Angewohnheit sei. Oder eine YouTuber-Angewohnheit, so weißt du. Wenn man so mit YouTube anfängt, redet man direkt zu viel. Oh mein Gott. Das wäre auf jeden Fall lustig. Weg damit. Perfekt. Warte mal. Oh, mit Jas haben wir jetzt auch 2 Sterne. Oh, wir können in ihr Zimmer rein. Oh, wie süß. Oh, wir müssen gleich Jas besuchen. Ich war mit ihr privat auch noch nie auf 2 Sterne. Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Nur mit einem Eis oder was? Habe ich direkt mit einem Eis so 2 Herzen bekommen? Ach nee, gestern hatte sie ja Geburtstag. Wahrscheinlich, weil ich ihr ein Geschenk gemacht habe. An dem, halt, weil sie Geburtstag hatte. Oh mein Gott. Wow. Das wäre wundervoll. Ja, Alter, die Bäume hier wuchern auch wie sonst was. Das gibt's nicht. Die wuchern echt wie sonst was. Ja gut, ich werde auf jeden Fall mal die neue Map hier reinladen, weil die neue Map sieht einfach sehr viel geiler aus. Ich schwör's euch, die sieht zu geil aus. Ich möchte die neue Map hier reinhaben und nicht die alte. Die alte ist doof. Also die Standard-Map, die ist irgendwie so 0 nach 15.
Ja gut, wir haben noch genug Platz, also können wir mal Jess schnell besuchen und ihr vielleicht ein Eis bringen? Nein, wir kaufen jetzt nicht kein Eis mehr. Wir müssen sparen. Leute. Die Geoden werde ich heute auch nicht aufbrechen lassen, weil, ja, wie gesagt, doofer Tag. Doofer Tag. Hey du, wo ist denn Jess? Oder Jess? Oh nein, Mama macht heute Nacht nur Linsensuppe. Er mag anscheinend keine Linsen. Ich sehe, Jess lebt nicht dort. Bitte. Nein! Magst du meine Schleife? Ja, ich finde die süß. Nein! Und ich dachte schon, wir könnten jetzt in die. Wahrscheinlich können wir auch in ihr Zimmer, ohne dass sie da ist, aber trotzdem. Vielleicht hätte es eine Zwischensequenz gegeben. Mani, hi. Mani, können wir mal. Ach nee, das ist. Ach, das ist Shanes Zimmer. Okay. Der hat ja auch eine schöne Einrichtung. Das ist das Just-Zimmer. Tatsache, wir können hier rein. Es ist ein Durcheinander aus Kunst und Handwerk. Okay. Der Springteufel liegt ausgestreckt da, seine Arme in grotesken Winkeln verbogen, seine leeren Augen schauen kalt in die Ferne. Die kleine Familie ist unter. Um den Tisch versammelt. Moment mal, außer Opa. Er ist aus irgendeinem Grund unter dem Bett eingeklemmt. Dieses Girl macht mir langsam Angst. Was liest denn die so? Junimo Malbuch, Deluxe Edition. Süß. Oh, ein extra großer Futonbär. Er ist so flauschig, dass er fast von alleine umfällt. Wie niedlich. Sieht nicht so aus, als würde Just das hier oft benutzen. Ist doch gut so. Ein kleines Farbset. Alter. Eine antike Uhr mit einer kleinen goldenen Box. Okay. Wie süß. Ja. Ich will die Boxershot da oben haben. Hallo, ich brauche die noch. Dafür kriege ich Geld. Ah, wir müssen heute doch in die Mine. Wir müssen die Junimus erledigen. Junimus. Oh mein Gott, nein. Junimus erledige ich nicht. Keine Sorge. Schleim erledige ich. Aber Junimus werden von mir nie erledigt. Junimus sind niedlich. Hab ich nur versprochen. Ach ja. Meine Mütter noch gucken. Nö. Nö. Ich hoffe, das ist auch nicht zu laut, das Spiel. Aber ich denke, die Lautstärke geht so. Nö. Oh, noch ein Auftrag. Bitte nochmal Schleime. Oh. Ja, hier. Gus' Geburtstag und Akis Birthday. Ja, unser Geburtstag ist leider auf Englisch. Es gibt's angeblich auf Deutsch, aber ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch stelle. Bin zu dumm dazu. Mein Vorrat an Forellenbarsch geht zur Neige. Wenn mir jemand etwas davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Linus. 300 G bei Lieferung. Linus wird zufrieden sein. Was ist die Forelle für ein Fisch? Ich muss das mal ganz kurz googeln. Mit Hilfe meines Handys. Wo wir einen Forellenfisch herkriegen. Google. Alter. Stardew Valley Forellenfisch. Ey, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht, dass wir, Forellenbarsch, tut mir leid. Ich möchte jetzt nicht, dass wir an 10.000 Gewässern angeln gehen. Fundort am Bergsee. Okay, alles klar. Von 6 bis 19 Uhr. Jede Jahreszeit. Bei beliebigem Wetter. Schwierigkeit ist 50, ach du Heilige. Bewegung gemischt. Okay. Alles klar. Also, bis 19 Uhr können wir den am Bergsee angeln. Dann gehen wir erstmal die Schleime erledigen. Dann werden wir am Bergsee den Forellenbarsch fangen. Dann werden wir die Schleimquest abgeben und dann noch direkt die Forellenbarschquest. Das ist halt einfach, so kriegen wir schnell Geld. Let's go. Wir haben auch kaum noch Energie. Dann gehen wir jetzt erstmal ganz kurz und schön und schnell hier oben. Bam.
Energie wieder tanken. Stimmt, weil wir Bäume gefällt haben. Ja, komm. Ab mal schreien hier. Als ob irgendjemand so langsam halt auf einmal laufen würde, weil da Fliesen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin damals immer, als ich noch ins Schwimmbad gegangen bin. Ich gehe irgendwie nicht mehr ins Schwimmbad, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall bin ich da immer gerannt. Wie eigentlich irgendwie so ziemlich fast jeder normale Mensch. Seht ihr, jetzt geht nämlich die Energie wieder hoch. Jetzt bin ich gleich schon wieder ganz oben und dann können wir let's go. Perfekt. Also ich weiß nicht, ich bin damals als Teenager, ich bin ja schon 20, also ich bin erwachsen, ich bin ein junger Erwachsener, kein Teenager mehr. Jedenfalls bin ich damals als Teenager immer im Schwimmbad gerannt. Was man ja nicht soll. Da steht immer Rennen verboten, ich bin immer gerannt. Für Kriminelle und so. Ja, nee, Alter, das hat jeder gemacht. Dann wurde man immer von der Bademeisterin oder dem Bademeister aufgehalten und gesagt, es wird hier nicht gerannt. Dann nimmt man sich so einfach, halt dein Maul, ich renne trotzdem. Das ist halt, ich weiß nicht, ich bin auch schon häufiger am Schwimmbad auf die Fresse gefallen, also. Ach Mensch, scheint nicht zu funktionieren. Seht ihr, ich bin noch nicht mal bei Stufe 1, Alter. Was zur Hölle? Was mache ich denn hier bitte falsch? Bitte mal. Danke. Ich will nur ein paar Schleime erledigen. Ich will hier nichts weiter Großartiges machen. Jetzt haben wir natürlich so ein Pech und hier sind keine halt Schleime. Und wenn wir einen Glückstag haben, sind Schleime da. Aha. Guten Tag. Geht ab. Ach, komm. Stirb. Los. Wie viel davon müssten wir erledigen? Vier grüne Schleime für sie. 240 G5 für vier grüne Schleime. Alles klar. Dezent viel. Ach ja. Und wenn wir jetzt Quarz finden, können wir den direkt Sebastian geben. Weil der mag nämlich Quarz. Und gefrorene Tränen. Obsidian, glaube ich auch. Keine Ahnung. Ich kenne nur gefrorene Tränen und Quarz. Das habe ich denen immer gegeben. Alter! Du auch. Geh weg. Los. Hopp. Lass mich in Ruhe. Danke. Das ist noch. Da sind noch zwei. Sehr gut. Da brauchst du gleich nur noch einen. Dann kann ich direkt hier wieder rausgehen. Vielleicht schaffen wir es auch sogar noch bis Stufe 5. Glaube ich aber weniger an einem schlechten Tag. Aber das Kupfer hier unten können wir mal mitnehmen. Ich geh da rein. Hey, da ist sogar schon ein Weg nach unten. Wir schaffen es doch noch bis Stufe 5. Auf jeden Fall nicht schon wieder zu einer verseuchten Ebene kommen, also zu einer Schleimebene, weil. Alter, bei meinem privaten Account habe ich es geschafft, keine einzige Schleimebene zu finden bis Stufe 50. Wie funktioniert das denn bitte? Ah, nein, wir können den nur bis 19 Uhr fangen, ne? Oh nein, wir müssen hoch, schnell. Nein, 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 bis 15, bis 19 Uhr können wir den Fisch noch fangen. Hier oben am Bergsee. Ja, komm. Zack. Angeln tue ich übrigens auch mit der Maus. Weil Angeln mit der Maus einfach einfacher ist. Ich halte den Controller trotzdem in der Hand, weil der vibriert so schön und dann verpasse ich das definitiv nicht, wenn da einer anbeißt. Na komm. Komm schon. Ach, du Heilige.
Was bist du denn für ein Assi-Fisch? Was war das denn? Maximal. Wenn wir den jetzt fangen, kriegen wir, glaube ich, doppelte Punkte sogar im Fischen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Da steige ich noch nicht so gut durch bei Angeln. Ja, die Quest mit dem 4 grünen Schleim haben wir ja jetzt. Die müssen wir noch abgeben. Bitte ein Forellenbarsch. Paulbarsch, verdammt. Oh, Forellenbarsch. Den können wir aber, glaube ich, sogar im Gemeindezentrum abgeben. Ich bin mir nicht sicher. Tick, tack. Ja, 19:30 können wir jetzt eh nicht mehr angeln. Schade. Dann angeln wir den morgen. Rede mit Levis. Levis. Hier sind noch Würmer. Kupfererz. Sehr schön. Die sollte man eigentlich, glaube ich, sogar auch nicht ausgraben, wenn man einen schlechten Tag hat. Bin mir nicht sicher. Ich komme dich mitten in der Nacht besuchen und stehe neben deinem Bett, damit ich dir die komische Aufgabe hier geben kann. Voll creepy und so. Safe ist der in der Bar. Safe ist der in der Bar. Als ob der Bürgermeister nicht in der Bar wäre. Sei doch! Der bechert erstmal einen mit Mani. Mit Mani, ne? Da, wo er seine lila Buchse gelassen hat. Ah, Aki, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Ich weiß, dass es ziemlich schwer, sein kann, diese klebrigen Schleim aus der Kleidung zu kriegen. Ich habe definitiv einige gute Paar Hosen beim Versuch, diese Krümmer zu fassen, ruiniert. Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter einen Anfall bekommen hat, als ich Kaugummi-pinken Schleim an meinem brandneuen Stoffhose kleben hatte. Naja, egal. Viel Spaß mit der Belohnung. Dankeschön. Mani scheint nicht zu bemerken, dass du hier bist. Die beiden gehen erstmal nach Hause. Alles klar. Tschüss. Oh lol. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen, dass die Billard gespielt haben, ne? Oh, hey, Gen. Weißt du, früher habe ich in der Stadt gewohnt und ich muss zugeben, dass dieser Ort im Sommer viel angenehmer ist. Die Betonwüste der Stadt ist so heiß. Das stimmt, ey. Warum wird in Städten nicht noch mehr Bäume gepflanzt? Weil die sorgen dafür, dass die Stadt im Hochsommer noch ein bisschen kühler ist. Ohne Mist. Ohne Bäume, gefühlt 50 Grad, mit Bäume vielleicht schöne 28 Grad. Okay, schön sind 28 Grad auch nicht, aber trotzdem. Hast du keinen Job oder sowas? Wisst ihr jetzt, was ich meine? Der ist voll der Alkoholiker. Ich hasse den voll, ey. Ich weiß nicht, ich mag den echt nicht. Ich weiß aber, was wir jetzt machen können. Wie viel kostet den? Ich meine, der wird da... Oh, Maki-Rollen kann ich kaufen. Wie geil! Wie geil! Nein, das, was ich hier eigentlich kaufen wollte, kann ich nicht kaufen. Ja, weil ich glaube, im Wiki stand, dass Sebastian hier Kürbissuppe mögen würde. Ach, da haben wir schon mal angeguckt. Ja, gut, okay. Dann haben wir gleich... Alter. Ich habe gerade zu der Uhrzeit, zu der Zeit geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Und da steht halt live und dann nochmal halt Rick, also Recording, also, ne? Wie viel ich gerade aufgenommen habe und nicht live bin. Und Alter, ich habe bei live geguckt und dachte mir so, nein, nicht ernsthaft 0 Minuten und 0 Sekunden. Ich habe jetzt nicht ernsthaft vergessen, auf Aufnahme zu drücken, ne? Aber ey, zum Glück ist das nur die Live-Dingens, halt, wie lange ich schon live sei. Aber live bin ich mit diesem Programm generell gar nicht. Dann können wir mal gucken, ob wir den abgeben können. Hier will ich auch nicht mehr haben. So. Ja, hier geht das nämlich auch. Hab ich auch mal bemerkt. Aquarium.
ein Kaulbarsch. Der sieht so aus. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Hier ist sowieso nicht. Nope. Nein. Ozeanfische sowieso nicht. Okay. Wir haben eine Kaulbarsche. Okay. Gut, dann können wir den erstmal wegpacken. Und dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Unsere Katze wird auch noch geliebhabt. So, ins Bett gehen. Ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, 136G, das funktioniert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Stardew Valley. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich wie immer um konstruktive Kritik... Oh nein, das regnet. Um konstruktive Kritik oder halt wenigstens einen Kommentar oder ein Like oder so würde ich mich auf jeden Fall freuen. Es freut mich aber auch, wenn ihr einfach nur stumm zugeschaut habt und nichts schreibt. Das freut mich auch. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal bei Stardew Valley. Haut rein, macht's gut. Ciao.